Eine Endloskette in dieser Länge, sie kann aber auch etwas länger sein, nicht viel länger. Und den Daumen eines Zuschauers benötigen wir. Die Kette wird um den Daumen gelegt und man zeigt, dass die Kette nur zwei Möglichkeiten hat, sich von dem Daumen zu befreien. Die erste Möglichkeit wäre diese, das machen wir natürlich nicht, das ist ja nicht besonders magisch. Die zweite Möglichkeit wäre diese, das wäre auch nicht sehr magisch. Im Gegenteil, wir machen sogar noch die Kette hier so um den Daumen, dass die Kette fest drumherum liegt. Das heißt, mein Finger schließt den Daumen. Die Kette muss also fest um den Daumen jetzt liegen. Und dennoch ist es möglich, sich zu befreien. So sieht es aus, so kann man es zeigen. Der Zuschauer denkt, man macht Folgendes. So sieht es ja genauso aus wie vorhin. Und das funktioniert allerdings nicht. Der Trick dabei liegt darin, dass die Hand bleibt natürlich von unten so. Nach dem Umdrehen der Mittelfinger in den Bereich geht, der Zeigefinger in den Bereich geht. Mit dem Mittelfinger ergreife ich etwa hier die Mitte und lege jetzt nur den Mittelfinger auf den Daumen. Und dadurch entsteht eine ganz interessante Schlinge, die die Schlinge freigibt. Okay? Also noch einmal. Wir benötigen eine Kette, eine Endloskette, die hat keinen Anfang und kein Ende, aber sie ist endlich. Und den Daumen eines Zuschauers, zum Beispiel diesen hier. Dankeschön. Nun gibt es zwei Möglichkeiten, die Kette vom Daumen zu lösen. Entweder man nimmt sie ab, das ist nicht sehr magisch, oder man schneidet sie durch, das ist erst recht nicht magisch. Im Gegenteil, wir verschließen sogar noch den Daumen, sodass die Kette fest um diesen Daumen herum liegt. Und dennoch ist man da imstande, die Kette zu befreien. So sieht es aus, so kann es aussehen, so soll es aussehen. Für den Zuschauer sieht es oft so aus, dass man die Kette tatsächlich so und so nimmt, den Daumen schließt und dann loslässt. Aber das funktioniert nicht. Der Trick dabei ist, einmal immer natürlich von unten greifen, rumlegen die Hand, jetzt in diesen Teil den Mittelfinger reinlegen, dann den Zeigefinger dazu. Das ist sehr wichtig. Mit diesem Mittelfinger ergreifen wir jetzt den Teil der Kette und legen jetzt nur diesen Mittelfinger auf den Daumen. Dadurch entsteht eine interessante Kettenführung, die längst schon vom Daumen gelöst ist. Der Beifall kann einsetzen.